So Freunde, heute gibt es mal wieder eine neue Bar und zwar von der Firma Naish. Jetzt haben wir das Ganze hier völlig neu aufgesetzt und das ist hier wirklich, müssen wir schon mal sagen, vorneweg ein kleines Zauberstück. Wir haben zu den Details natürlich einen normalen Chicken Loop, der löst hier bei 5,5 Kilo unter einer Last von 120 Kilogramm aus, das geht sehr leicht. Das Ganze ist als Suicide Mode mit dem Ring hier drüber zu fahren oder wenn man als Freerider das Ganze ohne dem Ring in dem Chicken Loop fahren möchte, kann man das halt gleich direkt einhaken, sodass dann halt beim Auslösen fällt hier dieser Kite, egal welcher von Naish, in eine Single Frontline Safety. Und man hat ein Line Setup mit Frontline, die direkt auf dem Adjuster enden. Das heißt halt, ich kann jeden Kite am Markt halt mit Single Frontline Safety mit dieser Bar dementsprechend fliegen. Das Ganze hat natürlich auch einen Chicken Dick. Der ist drehbar und kann dann halt dementsprechend arretiert werden. Das wirklich Besondere, das müssen wir gleich vorneweg zeigen, ist natürlich halt der ovalisierte mittlere Depower-Tampen. Dieser ist hier in einer Öse geführt, die beweglich ist. Ich zeige es hier nochmal ganz nah. Sodass halt dieses, bei anderen Modellen, da haben wir ja immer so diese Metallstege in der Mitte, wo der Durchlauf ist. Und in dem Moment, wo ich die Bar schräg halte und dann lenken möchte oder powern und depowern möchte, dann habe ich immer so ein bisschen sehr hohe Reibung zwischen den Metallstegen und diesem Depower-Tampen, der sich ja innen drin nicht verdrehen kann. Dadurch habe ich halt keine verdrehten Frontline mehr. Also wichtig ist darauf zu achten, dass man beim Leinen separieren auch die Frontline wirklich sauber ohne Verdrehung dementsprechend schon an den Kite anknüpft. Da muss man sich halt vorneweg einmal ein bisschen mehr darauf konzentrieren und dann geht es aber einwandfrei. Also wir schlagen die Bar einfach ganz gerade ein und haben jetzt halt wirklich gar keinen Widerstand. Also keinen erhöhten Widerstand, weil sich ja sozusagen dieses Stegprinzip dreht sich ja einfach genau in die Richtung mit, sodass hier einfach gar nichts blockieren kann. Das heißt halt, diese Power- und Depower-Bewegung hier bleibt halt vollständig frei. Wir werden natürlich sehen, ob das Ganze mit Sand und Salz halt bei den nächsten Tests, wir haben da zwei verschiedene Naish-Kites, da wird die Bar jetzt intensiv gefahren. Und dann werden wir sehen halt, ob das Ganze noch reibungslos danach funktioniert. Aber der Kunststoff sieht jetzt erstmal schon so von der Festigkeit und Stabilität ganz gut aus. Man muss halt natürlich sehen, dass sich auch so ein System im Laufe der Zeit halt ein bisschen verändern kann. Also Sauberkeit ist halt bei all diesen Sachen, also dass man seine Bar einmal mal, bevor man losfährt, im Wasser eintaucht, mal den gröbsten Sand abspült, das ist schon halt dementsprechend essentiell. Also wir hängen jetzt hier das Ganze nochmal mit der Safety Line ein und montieren das Ganze an meiner Rope. Chicken Dick machen wir ein bisschen beiseite und dann kann man hier sehr schön sehen, dass halt das wirklich ganz makellos halt sofort in eine Single Frontline Safety fällt und unproblematisch ist dabei. Das Ganze läuft jetzt auch dementsprechend vor. Innen drin hier war eben ein kleiner Widerstand, jetzt ist aber gar keiner dementsprechend mehr da. Wie gesagt, als normaler, wenn man Kitesurfen geht, halt mit dem Directional, wenn man mit dem Twin-Tip Freeriden geht, also keine Unhook-Tricks macht, sollte man das immer außen lassen, weil dann kann sich gar nichts verklemmen. Ansonsten ist es halt schon so sauber gelöst, dass man das hier, dass das wirklich halt auch jederzeit, also wirklich ganz leicht runterrutscht. Das sieht man schon. Da kann sich an sich auch in der Form nichts verhängen. Wenn es hier eingeklickt ist, dann ist das natürlich immer eine schöne gute, straffe Sache, da schlabbert nichts rum, kann man sich nicht verhängen, verheddern und dergleichen. Ist halt natürlich sehr, sehr angenehm. Gepowert und gedepowert, die Voreinstellung wird natürlich weiterhin über ein Klemmglied. In der Mitte wird hier gezogen. Rechts und links ist hier nochmal ein Klett, da kann man dann das rausgezogene Ende festkletten, damit es einen nicht stört. Bei den anderen Details, das ist natürlich halt hier eine ganz sauber ummantelte EVA-Bar und wir haben ausreichend große Winder zum Aufnehmen der Leinen. Wir haben diese Schwimmer hier, die dafür sorgen, dass die Bar nicht untergehen kann. Wenn man jetzt bei Leichtwind zum Beispiel den Kite rückwärts starten möchte, muss man ja beide Leinen greifen. Dafür gibt es hier nochmal etwas stärkere Einstiegsleinen nach den Schwimmern, damit man beide Seiten gleichzeitig greifen kann, um den Kite dann halt rückwärts starten zu können. Damit es nicht in die Hand einschneidet, hat man hier dickere Leinen. Das ist heute auch ein Standard. Das sollte halt auch dementsprechend so sein. Das ist alles super sauber ausgeführt. Auch der Zwirbel hier, das alles ganz, geht alles ganz locker und leicht. Das ist schon mal sehr schön. Wir haben auch komplett im Detail nochmal neue Leinen. Also deutlich dünnere Steuerleinen nochmal als die beiden Frontleinen. Die Steuerleinen sollen auch trotz der des dünnen Durchmessers eine sehr hohe Zuglast dementsprechend haben. Wie sich das in der Praxis dann natürlich langfristig bewährt, das wird man dementsprechend sehen. Sonst sind die jetzt natürlich, wenn man sie jetzt neu in der Hand hat, merkt man, okay, hier ist ein wirklich schönes, sauberes Coating drauf. Die Leinen auch beim Separieren verheddern sich überhaupt nicht, bleiben nicht aneinander hängen, ist keine Reibung da. Ist qualitativ auf jeden Fall sicherlich sehr hochwertig. Wir haben ein Leinen-Setup bei der Bar. Das ist immer 22+2. Also je nachdem, wie man seine Leinenlänge konfigurieren möchte, ist halt immer nochmal 2 Meter Extensions dementsprechend dabei. Und wir haben natürlich auch auf einer Single-Frontleine, auf der Safety-Single-Frontleine, einen kleinen Stopper, damit die Bar nicht bis zum Kite dementsprechend durchlaufen kann. Dieser bewegliche Durchlauf hier, der ist echt Wahnsinn. Und der ist halt, egal wie ich die Bar halte, lässt sich halt frei bewegen. Also das ist schon wirklich was Besonderes und kurios ist, dass da irgendwie noch gar kein anderer vorher drauf gekommen ist, weil die Idee ist grundsätzlich gesehen mal absolut spitze. Also da definitiv mal Respekt an Naish. Das sieht jetzt mal aus wie eine richtig gute Bar. So sieht der Spaß dann aufgewickelt aus. Diese den ovalisierten Depowered haben, den kann man auch gleich dementsprechend mit aufwickeln. Klar, alle sagen natürlich auch bei dem Prinzip halt bitte, dass man das nicht knicken soll, weil wenn man da einen Knick reinmacht halt, dann könnte es natürlich sein, dass es durch diesen beweglichen Durchlauf nicht mehr sauber dementsprechend läuft. Wir behandeln jetzt aber die Bar einfach mal genauso, wie wir alle anderen auch behandeln. Und bei den anderen prinzipiell vergleichbaren Mustern, die wir bisher so hatten. Also was gibt es da jetzt noch? Duoton Klickbar hat halt dieses Prinzip halt, dass es zwischen ein rechteckiger Tamm zwischen 2 Stegen durchläuft. Und Elevate hat auch gerade diese Bar vorgestellt in dem gleichen Prinzip. Und das ist jetzt halt hier so ovalisiert rund. Aber wie gesagt, halt die Führung innen drin ist halt natürlich genauso gestaltet. Und wie gesagt, deshalb wollen wir die Handhabung auch gar nicht verändern, damit wir mal selber vom Gefühl sehen, nimmt es jetzt irgendwie Schaden oder nicht. Falls da irgendwas passieren sollte, halt, werden wir euch natürlich dementsprechend darüber informieren.